Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Train Sim World. Diesmal gibt es die Tutorials zur Strecke Rhein-Ruhr Osten und wir fangen einfach mal direkt mit der Einführung an, gehen dann weiter zu der BR422 und dann zu der BR585.5. Das ist Wuppertal-Oberbarmen auf der S-Bahn Rhein-Ruhr. Nehmen Sie die Unterführung zum Bahnsteig 6, um einen Zug zu nehmen. Mann, ist sie viel los. Gerade gar nicht geleckt. Setzen wir uns mal hier hin. Ich will aber gerne weiter dort auf. Rhein-Ruhr Osten bietet die Möglichkeit, sowohl Personen- als auch Güterzüge von der geschäftigen Stadt in die Einschnitte und Wälder zwischen Wuppertal und Hagen zu fahren. Sie fahren derzeit einen Elektrotriebzug BR422. Diese Einheiten bestehen aus Formationen mit 4 und 8 Wagen und betreiben den größten Teil der S-Bahn im Rhein-Ruhr-Gebiet. Train SimWorld ermöglicht es Ihnen, Züge aus einer Auswahl von internen und externen Kamerawinkeln zu fahren. Werfen wir jetzt einen Blick darauf, während wir das Äußere dieses Zuges erkunden. Dann machen wir das mal. Es stehen weitere Innen- und Außenkameras zur Verfügung, die ausprobiert werden können. Diese können über die Zahlentasten ausgewählt werden. Hierher war es nur eine kurze Reise. Schauen wir, was es sonst noch zu genießen gibt. Willkommen bei Rhein-Ruhr Osten. Halten Sie den Zeitplan der geschäftigen S-Bahn ein. Fahren Sie durch tiefe Einschnitte, gewundene Täler und dichte Wälder. Schleppen Sie schwere Güterzüge zwischen den Industriegebieten in Wuppertal, Schwelm und Hagen. Kümmern Sie sich um Notfälle, die während Ihrer Arbeit auftreten. Auf der Route können Sie Streckenkarten platzieren, Sicherungskästen reparieren, Erste-Hilfe-Punkte aufladen und Zutritt-Verbotenschilder aufstellen. Wählen Sie Passagier- oder Güterzugeinsätze und fahren Sie eine Tour entlang des Wuppertals. 4 Sachen, krass. Willkommen bei diesem Elektrotriebzug BR422 in der verkehrsroten DB-Lackierung. Diese kurze Einführung umfasst den Umgang mit den Fahrgästen und die Fahrtwiederaufnahme nach einem Nothalt. Alles klar. Steigen. Sie werden viel Zeit auf dem Fahrersitz verbringen. Um das Bedienpult zu aktivieren, stecken Sie den Richtungswenderschlüssel ein. Der Richtungswender wird verwendet, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, und entriegeln Sie dann die Türen.
Dann wollen wir mal dich hören in Riegeln. Da. Das fast zwar mehr Sinn machen, wenn wir rausgucken würden, wenn es losgeht, also wenn wir bevor wir losfahren und nicht vorher, bevor wir schon überhaupt aufmachen, aber gut. Dieser Triebzug verfügt über einen kombinierten Leistungsregler-Bremsgriff. Jetzt bewegen wir uns, bringen mehr Kraft auf und konzentrieren uns auf das Erreichen der erforderlichen Geschwindigkeit. Schubbetrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit. Ich warte schnell, sorry. Der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Geschwindigkeit zu überschreiten, ziehen Sie die Bremse ein wenig an, indem Sie den Griff in den Bremsbereich bewegen. Da war ich etwas voreilig mit den Bremsen. Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Dann halten wir mal einen Hagen Heubing. Und entriegeln die Türen. Versuchen Sie nun, den Zug ohne Anleitung zum nächsten Bahnhof zu fahren. Beachten Sie, dass vor der Ankunft eine Notbremsung erfolgt. Lösen wir die Bremsen und geben Gas. Beziehungsweise geben Regler, wie auch immer, geben Schub. Und warten auf die Notbremsung vor Hagen Westerbauer. Um diese Situation zu bewältigen, müssen zunächst die Steuerungen zurückgesetzt werden. Alles klar. Der Zug wurde zurückgesetzt. Er kann also weiterfahren. Nice.
Dann halten wir in Hagen Westerbau und beenden dann auch dieses Tutorial und begeben uns dann zum Tutorial für die BR-185.5. Denken Sie daran, die Bremsen frühzeitig und vorsichtig zu betätigen, um den Fahrgästen eine angenehme Fahrt zu bieten. Das ist ja gar kein Problem, das sollten wir geschmeidig hinbekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. In Hagen Westerbauer gibt es auf alle Fälle die Möglichkeit für einen Sicherheitskoffer, für einen Erste-Hilfe-Kofferkasten. Und einen Streckenplan. Aber wir können ja leider nicht aussteigen und es demnach uns auch nicht besorgen. Eins der Achievements hier. Das müssen wir dann entweder in den Szenarien machen oder während der in Anführungszeichen freien Fahrt im Fahrplanmodus. Aber das ist ja so wild. Das werden wir dann irgendwann wahrscheinlich auch, wenn wir dann Zeit haben und hier halten, dann auch und nicht übersehen, auch mitnehmen. Und wenn es kein Szenario war, halt im Fahrplanmodus durch entweder normal, in Anführungszeichen normale Projekte, oder das normale Projekt von Schwein zum World Rhein-Ruhr-Osten oder halt im Format von Sonntagsfahrer. Zielvorgabe erfüllt. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen dieses Zugs durchgegangen. Weitere Details zu den Steuerungen finden Sie in der Anleitung. Und auch bei diesem Szenario, bis auch bei diesem Tutorial, bei dieser Einführung für die BR-422 gibt es eine Medaille oder gibt es die Möglichkeit, Medaillen zu bekommen, und wir haben eine Goldmedaille uns ergattert. Willkommen bei dieser Elektrolokomotive BR-185.5 in MRCE-Lackierung. Diese kurze Einführung umfasst Rangierarbeiten und die Bergung nach einem Nothalt. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt diesmal funktioniert oder nicht. Oh Gott. Sie werden viel Zeit auf dem Fahrersitz verbringen. Der Hauptschalter wird verwendet, um in die gewünschte Fahrtrichtung zu fahren. Bei längerem Stillstand oder beim Verlassen der Kabine sollte die Feststellbremse angezogen sein. Diese muss vor jeder Bewegung freigegeben werden. Sollte. Lösen wir sie mal. Die Zugbremse ist das Hauptsystem, das zum Abbremsen des Zuges verwendet wird. Am besten ist es, zunächst nur eine geringe Leistung aufzubringen, um die Anfangsreibung zu überwinden und den Zug in Bewegung zu bringen. Hier ist nochmal ankoppeln. Da haben wir's. Ich will das aushaben.
Um Schäden an der Lokomotive und den Waggons beim Rangieren zu vermeiden, nähern sie sich mit langsamer Geschwindigkeit und halten sie an, damit sich die Fahrzeuge berühren. Das kriegen wir doch hin, das ist doch ja, kein Problem für uns. Warum soll ich denn den Leistungswender jetzt schon auf Ausstellen, verstehe ich nicht. Ist auch ein bisschen früher, nicht? Achso, den Leistungsregler, ich habe jetzt auf an den Hauptschalter gedacht. Nevermind. Jetzt haben wir nämlich den Hauptschalter auf Ausstellen. Diese Lokomotive ist mit Schraubkupplungen ausgestattet. Diese erfordern, dass der Lokführer die Kabine verlässt und manuell eine Kette zwischen den Fahrzeugen anbringt. Hier ist also noch Handarbeit gefragt. Steigen Sie aus dem Führerstand aus und gehen Sie zum Heck der Lokomotive, um die Kopplung durchzuführen. Kehren Sie zum Führerstand zurück, um fortzufahren. So, hier schön gelöst die Bremsen. Diese Wagen müssen auf der Strecke zu einem nahegelegenen Betriebshof transportiert werden. Das ist ja super. Dann wollen wir mal loslegen. Sollen wir die Geschwindigkeit auf 40 km pro Stunde erhöhen? Sie sollten wissen, dass im Rahmen dieses Trainings vor der Ankunft auf dem Betriebshof eine Notbremsung stattfinden wird. Gefolgt von Anweisungen zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft des Zuges und zum Weiterfahren. Alles klar. Dann warten wir auf die Notbremsung. Ah, ich freue mich auf die ganzen Szenarien, auf die ganzen... Die ganzen Fahrplanmodis, beziehungsweise die ganzen Szenarien innerhalb des Fahrplanmodus. Das wäre wieder ein Spaß. Ein Spaß voll Zwangsen und whatever, aber ein Spaß wird's allemal. Um diese Situation zu bewältigen, müssen zunächst die Steuerungen zurückgesetzt werden. Aber den Knopf zu übersehen, das ist natürlich auch wieder, das ist Kunst. Ja. Leistungsregler auf aus. Dann warten wir, bis die Bremsen... noch schließen den Strom, was man hier mit Rennschalter und fahren dann... Fahren Sie weiter auf den Betriebshof, um diese Wagen abzuliefern. Warten wir, bis die Bremsen sich so ein bisschen erholt haben. Eigentlich. Und eigentlich sollen wir schon Schub geben. Um dem Ganzen wahrscheinlich zu beschleunigen.
Dann halten wir mal in Wuppertal Langerfeld am Rangierbahnhof. Und beenden auch dieses Tutorial. Bisschen flott reingefahren in die weichen Kombi, aber gut. Passiert. Sollte nicht allzu häufig passieren, aber passiert. Das sollte nicht passieren eigentlich allgemein. Muss noch allgemeiner zu formulieren. Aber manchmal geht's halt nicht anders. Dies ist auch ein Abschnitt, ein Streckenabschnitt. Dieser Rangierbahnhof von Wuppertal Langerfeld ist ein Rangierbahnhof, den man auch zur Gesicht bekommen wird im ersten Szenario. Da fahren wir auch mit einer BR 185.5. Diese Lok wird scheinbar, boah, diese Waggons, die werden scheinbar noch mit Container bestückt. Darauf warten wir jetzt aber nicht, denn für uns ändert die Reise hier. Ein bisschen zu früh, aber gut. Ah, gut, mit den 0,7 will ich auch nicht. Dann beenden wir das schon. Die Lokomotive muss vorher nun von den Wagen abgekoppelt werden. Dies geschieht über den gleichen Prozess wie bei der Kupplung. Per Hand. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen dieser Lokomotive durchgegangen. Weitere Details zu den Steuerungen finden Sie in der Anleitung. Oh, doch noch eine Kolben, obwohl wir doch schon so weit, so viel auch über der Geschwindigkeit waren. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Tutorial oder ja, wie auch immer. Ich hoffe, ich sehe euch am nächsten Video wieder. Entweder von Rhein-Ruhr-Osten oder von Schweinsheim World oder von einem anderen Video hier auf dem Kanal. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.